Dalia Baumberger hat gerade ihre Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit in der Seniorenresidenz Konradhof abgeschlossen. Schon früh hat sie gewusst, dass sie einen Pflegeberuf lernen möchte. Ich habe einen Job in der Pflege angefangen, aus dem Grund, weil ich seit klein schon immer mit dem Doktorköfferl herumgerannt bin. Es ist eigentlich mein Kindheitstraum. Sie hat ihre Berufsschulzeit am Zack genossen und sich dann am Anfang schwierigen Alltagssituationen gestellt. Die grösste Herausforderung in der Lehre war eigentlich, dass ich mit den Leuten ein bisschen Mühe hatte, zum Kontakt aufzubauen, weil ich eher eine schüche Person bin. Hat sich dann aber mit der Zeit geleitet, sobald ich gewusst habe, wer reagiert so auf mich, wer reagiert anders auf mich. Ja, dann mit der Zeit kennt man die Leute, man weiss, wie man mit den Leuten umgehen kann. Das hat fest geholfen. Die Lehrzeit war für Dalia auch ein Entwicklungsweg und sie empfindet ihren Beruf jetzt als Bereicherung. Am besten gefällt mir in meinem Beruf, dass ich eine Beziehung mit den Leuten aufbauen kann, die Leute im Alltag unterstützen kann. Auch das Medizinaltechnische vor allem, das ist ja der Hauptgrund, eigentlich, warum ich meine Lehre gewählt habe, weil ich das sehr gerne mache. Der Konrad Hof, der zum Lehrbetriebsverbund Spigura gehört, hat Dalia eine Arbeitsstelle als VG angeboten. Sie kann sich auch gut vorstellen, wieder ans Zack zu gehen, um ihr Wissen mit einem Pflege-HF-Studium weiter zu vertiefen.